Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du den Unternehmenserfolg durch den Eigenkapitalvergleich ganz einfach ermittelst. Und am Ende gibt es auch eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Aber zuerst müssen wir verstanden haben, okay, zwei Dinge. Als allererstes, was ist überhaupt ein Unternehmenserfolg? Als ein positiver Unternehmenserfolg wird der Wertzuwachs, also der Gewinn im fernsten Sinne, einer Periode bezeichnet. Also du kannst einen positiven Unternehmenserfolg haben, das ist der Gewinn, aber auch einen negativen Unternehmenserfolg, das ist dann zum Beispiel ein Verlust. Und nun müssen wir aber den zweiten Punkt verstanden haben. Und zwar das gute alte Eigenkapitalkonto. Also wir wissen ja Folgendes. Ein Unternehmen wirtschaftet unterm Jahr. Es hat Aufwendungen und es hat Erträge. Und wenn man das Ganze dann in der Buchhaltung, also im T-Konto, dann ermittelt, dann schließt man ja diese Aufwandskonten und die Ertragskonten an das G&V-Konto ab. Und da wird ja dann ermittelt, ob ein Unternehmer Gewinn oder Verlust gemacht hat. Das ist ganz wichtig jetzt dann für den Unternehmenserfolg zum Ermitteln und auch zu wissen, wie funktioniert es mit dem Eigenkapital. Das ist das Grundprinzip. Und da gibt es wieder zwei Szenarien. Na gut, drei. Wenn die Aufwendungen genauso groß waren wie die Erträge, hast du keinen Gewinn und keinen Verlust gemacht. Aber es gibt natürlich auch den Fall, dass deine Erträge größer als deine Aufwendungen waren. Das siehst du jetzt hier. Dann haben wir einen Gewinn erwirtschaftet, einen positiven Wertzuwachs gehabt. Aber das Ganze geht natürlich auch mit Verlust. Dann sind die Aufwendungen größer als die Erträge. Dann haben wir einen Verlust erwirtschaftet. Und nun das Ganze aber nochmal schön anhand von Zahlen. Also, folgendes Szenario wieder. Schau her, hier haben wir einen Verlust erwirtschaftet. Also passiert Folgendes im Eigenkapitalkonto. Wir haben einen Anfangsbestand, der ist halt irgendwie wie hoch, in dem Beispiel hier 25.000. Und durch den Verlust, der dann von der G&V hier ins Eigenkapitalkonto auf die Sollseite reingebucht wird, mindert sich das Eigenkapitalkonto und dadurch ist der Schlussbestand geringer. Also anfangs hatten wir einen Anfangsbestand von 25.000, jetzt haben wir nur noch 19.500 Euro an Eigenkapital. Wir haben einen Wertverlust gehabt. So, das Ganze gibt es natürlich auch bei Gewinn, wieder dasselbe Spiel. Von dem GV-Konto geht das Gewinn flip auf die Habenseite, mehrt das Eigenkapital und dadurch hatten wir einen Anfangsbestand von 25.000 und durch die 7.000 Euro Gewinn ist unser Eigenkapital auf 32.000 angestiegen. Der Punkt ist der, das Eigenkapitalkonto wird nicht nur durch den Gewinn und dem Verlust im Endeffekt beeinflusst, nein, sondern auch durch Privatentnahmen und Privateinlagen. Und dazu kommen wir jetzt. Weil, in dem Beispiel jetzt, nehmen wir das hier an, also wo wir Gewinn gemacht haben, 25.000, 7.000 Gewinn und dann war der Endbestand 32.000, passiert jetzt unterm Jahr Folgendes. Wir machen zum Beispiel eine Privateinlage. Zum Beispiel hier hat der Unternehmer einfach mal 2.000 Euro zum Beispiel aufs Bankkonto eingezahlt. Das war eine Investition, damit halt ein bisschen mehr Geld im Unternehmen ist. Also siehst du jetzt halt hier, Anfangsbestand wieder 25.000, Gewinn hatten wir 7.000, hatten wir in dem Szenario hier, aber diese Privateinlage, die erhöht unser Eigenkapital, weil Geld ins Unternehmen reingeflossen ist, um 2.000. Aha, also hier waren es 32.000, Schlussbestand vom Eigenkapital, siehst du ja auch hier, aber jetzt sind es 34.000. Aha, weil diese Privateinlage damit reingespielt hat. Die hat das Eigenkapital erhöht. Das ist wichtig zu wissen, gleich für die Berechnung. Und das Ganze gibt es natürlich auch bei Privatentnahmen. Das siehst du jetzt hier, auch wieder 25.000 Anfangsbestand, Gewinn 7.000, aber durch die Privatentnahme, weil der Unternehmer gesagt hat, hey, ich zahle mir jetzt mal 5.000 dieses Jahr aus, mindert sich das Eigenkapital um 5.000 und schon ist der Schlussbestand nur noch 27.000. Also du merkst, Privatentnahmen und Privateinlagen haben zusätzlich eine Auswirkung aufs Eigenkapital, nicht nur der Gewinn oder der Verlust. Aber jetzt kommen wir endlich zur Berechnung. Mit dieser Info können wir verstehen, wie wir den Unternehmenserfolg ganz einfach mitteln können. Schau, wieder mein Beispiel hier. Also, Anfangsbestand 25.000, Privateinlage 2.000 Euro. Jetzt tun wir mal so, als würde ich den Gewinn, diese Zahl hier nicht wissen, aber ich möchte sie berechnen. Und dafür gibt es ein Schema, und zwar folgendes. Du nimmst dein Eigenkapital, dein Anfangsbestand, die 25.000 Euro, tragst die ein, rechnest sie plus oder minus deinem Verlust, aber den wissen wir gerade noch nicht, deswegen lassen wir das leer, plus die Privateinlage 2.000 Euro, die haben wir hier, da, flipp. Minus die Privatentnahme, hier in dem Beispiel gab es keine, aber es kann auch sein, dass du eine Privateinlage und eine Privatentnahme in einem Jahr gleichzeitig hast. Gibt es, aber gleich in meinem Beispiel. Und zu guter Letzt noch das Eigenkapital der Schlussbestand. So ist nämlich immer das Schema. Eigenkapital, Anfangsbestand plus Gewinn bzw. Minusverlust plus Privateinlage minus Privatentnahme ergibt immer dein Eigenkapital Schlussbestand. Und wenn ich jetzt den Gewinn bzw. den Verlust für dieses Jahr ermitteln möchte, weil ich diese Infos hier gegeben habe, dann mache ich sozusagen eine Differenzkalkulation. Ich schaue einfach, was hier zahlentechnisch reinpasst. 25.000
plus 2000 plus 0 ergibt ja 27.000. Und wie komme ich von 27.000 auf 34.000? Ja, hier muss dann eine plus 7.000 hin. Das ist, wenn du Differenzkalkulation schon sehr gut kannst, kannst du das vielleicht im Kopf. Ansonsten hier die Nebenrechnung. Du nimmst einfach dein Eigenkapitalschlussbestand, rechnest minus dein Eigenkapitalanfangsbestand, rechnest es minus die Privateinlage, weil das Differenzkalkulation, du rechnest nach oben, darum das Gegenteil von hier plus, also minus, plus die Privatentnahme, das siehst auch hier. Hier ist zwar Minus, aber bei dieser Differenzkalkulation müssen wir das Gegenteil machen, und zwar Plus. Und wenn ich das hier ausrechne, komme ich auf meine plus 7.000 Euro. Und dadurch weiß ich, aha, in dem Jahr habe ich einen Gewinn von 7.000 gemacht. Nächstes Beispiel, bei Privatentnahme. Selbes Spiel wieder, Chaka hier hingemacht, wir tragen unsere Werte ein. Wir tun so, als würden wir die 7.000 hier nicht wissen. Also mache ich wieder meine Nebenrechnung und Chaka, selbes Spiel. Hier ist jetzt die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier es mal selbstständig, halt das Video an und ermittel mir bitte den Gewinn bzw. den Verlust des Unternehmens. Du hast folgende Informationen gegeben. Eigenkapital 53.000, Eigenkapitalschlussbestand 88.000, Privateinlage 2.500 und Privatentnahme 17.000. Die Lösung kommt jetzt. Also folgendes. Siehst hier, wir tragen wieder in unser Schema sauber die Beträge ein. 53.000, 88.000, 17.000, 2.500. Hier gab es halt eine Privateinlage, aber auch eine Privatentnahme. Ist ja nicht schlimm, ist ja nur ein Schema. Und nun machst du wieder folgendes. Du rechnest deinen Schlussbestand, die 88.000, minus deinen Anfangsbestand. Flupp, dann minus die 2.500, also die Privateinlage, ne, plus Differenzkalkulation, darum hier minus, plus die Privatentnahme, die 17.000, hier plus, wichtig, und der Betrag, der dann rauskommt, sind 49.500 Euro. Das Unternehmen hat einen Gewinn von 49.500 Euro gemacht. Wäre hier ein Minus herausgekommen, hätte das Unternehmen in dem Jahr einen Verlust erwirtschaftet.